Moin Moin und willkommen zurück bei Spielzeit in der Unboxing-Sektion, mal wieder aus der Kino-Ecke. Heute mit der Spider-Man Duology, mal wieder im Ultimate Hero Pack. Mein drittes mittlerweile nach Underworld und Ghostbusters. Und ja, war wieder schön im Angebot für 29,99 bloß bei Saturn. Eventuell auch heute noch zu haben, wenn ihr das Video heute aktuell seht, an diesem Tag. Und da dachte ich ja, für drei Filme und wieder ein schönes Figürchen von Muckle & Mannequins, wie wir es ja gewohnt sind bei den Ultimate Hero Packs, da schlage ich doch gerne zu. Und ich weiß gar nicht, so viele gibt es glaube ich dann gar nicht mehr von den Ultimate Hero Packs. Von Amazing Spider-Man 1 und 2 gibt es glaube ich jeweils nur eins, aber da habe ich die Filme schon, die werde ich mir glaube ich nicht extra noch holen. Und von Man in Black die drei Filme. Gibt es auch noch eine, die ist sehr schick, aber die war noch nicht im Angebot. Da ist hier, wie heißt er hier, der Hund? Ich weiß es nicht mehr, das ist schon so lange her, wo ich die Filme das letzte Mal gesehen habe. Ist ja auch egal, wir sind jetzt hier bei der Spider-Man Trilogy Ultimate Hero Pack Edition. Vorne das Cover, Spider-Man kennt man mittlerweile. Hier ist nix, bloß so ein blauer Schimmer. Hinten sehen wir kurz die Figur, die wir gleich noch auspacken werden. Hier nochmal so ein Schimmer und sonst nichts weiter. Unten haben wir wieder die Zahl stehen von der Version oder limitierten Auflage, die wir haben. Wir haben die 2657 diesmal. Und ich weiß allerdings immer nicht, wie viel es davon eigentlich so wirklich gibt. Muss ich nochmal recherchieren. Egal, wir gucken erstmal rein. 2000 ist nicht so schlecht, glaube ich. Wenn es natürlich plus 2500 gibt, ist es wiederum schlecht. Ja, hier Verpackungsgedöns. Dann natürlich die Filme im Steelbook. Gucken wir zuerst mal rein. Ich mache es mal hier dieses unschöne Flyer-Dings-Informationsgedöns ab. So. Dass wir schön das cleare Steelbook hier haben. Auch wieder mit dem gleichen Cover. Wie immer von den Ultimate Hero Packs. Also so ein bisschen eingefasst das Bild. Der Schriftzug ist geprägt. Unten das Logo können wir abziehen, hoffentlich ohne Rückstände, mache ich später. Hinten drauf eine der berühmtesten Szenen aus dem ersten Film. Ja, die Trilogie haben wir an der Seite stehen und dann haben wir hier insgesamt vier Scheiben, weil beim dritten Teil ist noch die Bonus-Disc mit dabei. Warum nur beim dritten, weiß ich allerdings nicht. Haben wir hier den ersten, den zweiten, den dritten als Film und den dritten oder die dritte, die vierte Scheibe des dritten Films mit dem Bonusmaterial. So, jetzt habe ich's. Schickes Steelbook. Macht sich immer nett im Regal. Und dann ziehen wir mal wieder das schicke Styropor. Den schicken Styroporwürfel raus. Wieder von M&Ms. Wie wir es gewohnt sind bei den Figuren. Da wissen wir auch, was wir an Qualität zu erwarten haben. Nämlich nur das Beste. Würde mich überraschen, wenn die jetzt minderwertig wäre. Glaube ich nicht. So, dann klappen wir das mal elegant zur Seite. Und ich dachte schon, der Karton ist ordentlich schwer. Das liegt daran, dass dass die Figur echt schwer ist, beziehungsweise die Base, wo sie draufsteht. Und die Figur ist, glaube ich, aus dem dritten Teil. Ich habe, ehrlich gesagt, nur den ersten gesehen. Die anderen zwei sind dann ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und der ist ja auch mal wieder richtig hochwertig, richtig massiv. Wie er allerdings heißt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich der Gegner, der Bösewicht im dritten Teil. Weil so wirklich nett schaut er ja nun nicht aus mit der Fratze da oben. Und wirklich ordentliches Gewicht bringt er mit. Vergleichbar, die Ghostbusters Figur war ja ein bisschen kleiner. Oder was heißt kleiner? Die war irgendwie ein bisschen leichter. Die ist wirklich ordentlich schwer. Kann man machen. Auf jeden Fall. Weiß nicht, was es ist. Gips. Irgendwie so. Und ja, hier unten haben wir, wie wir es gewohnt sind, auch nochmal stehen. Unsere Limitierung, die 2657. Habe ich mich. Ja, genau, richtig. Ja, das war's schon zum Unboxing vom Ultimate Hero Pack. Ist ja mein Steelbook kaputt? Nö. Ein Grafikeffekt. Sehr schick, sehr schick. Für 29,99. Was soll man da groß falsch machen? Drei Filme und Figürchen und Bonusmaterial.
Da kann man eigentlich nur zuschlagen, ne? So, jetzt fehlen wir bloß noch die Frank. Frank hieß er, der Hund von Man in Black. Jetzt fehlen wir bloß noch die Edition, dann bin ich wunschlos glücklich. Ich hoffe, dass ich sie irgendwann mal noch ergattern kann. Wäre cool. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag und haut rein.